Die geplante Legalisierung von Cannabis in Deutschland befindet sich in einer entscheidenden Phase, während das Gesetz den Bundesrat passieren muss. Doch hinter den Kulissen droht eine Blockade, die das Vorhaben gefährdet. Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht im Zentrum der Diskussionen, während die politische Debatte an Fahrt aufnimmt. Und damit hallo Politikfreunde! Lasst mir ein Abo da für weitere politische Nachrichten. Die geplante Legalisierung von Cannabis, einst als sicherer Schritt der Ampelkoalition angesehen, steckt weiterhin in der Warteschleife, da sie die Hürde des Bundesrats nehmen muss. Obwohl keine Zustimmung der Länder erforderlich ist, besteht die Möglichkeit, dass der Vermittlungsausschuss angerufen wird, was das Gesetz gefährden könnte, so Vertreter der Koalition. Janosch Dahmen, der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, warnt vor einem Scheitern des Gesetzes, da die Union jeden möglichen Weg ankündigt habe, um es zu blockieren. Die Länder drängen auf Anpassungen, insbesondere in Bezug auf den Jugendschutz und die Umsetzungsaufwände. Endre Ullmann von der FDP äußerte ähnliche Bedenken und betonte, dass es bis zur nächsten Bundestagswahl keine Zeit für Alternativen gebe. Die Aussichten für das Gesetz seien düster, wenn es in den Vermittlungsausschuss gelangt. Insbesondere Karl Lauterbach, Gesundheitsminister der SPD, spielt eine bedeutende Rolle in den aktuellen Entwicklungen. Er rief zu einem Krisengespräch mit den beteiligten Ministerien der Ampelparteien in den Bundesländern auf, um die Bedenken zu klären. Es wird erwogen, ein Änderungsgesetz im Bundestag zu beraten, um den Forderungen der Länder nachzukommen und einen Vermittlungsausschuss zu vermeiden. Dieser Schritt wird von den Union-geführten Ländern unterstützt, die sich gegen die geplante Amnestieregelung aussprechen, da sie eine Überlastung der Justiz fürchten. Die Koalition erwägt nun, die Bedenken der Länder anzugehen, möglicherweise durch eine Verzögerung der Amnestieregelung oder andere Änderungen.